Hallo, wir befinden uns hier im E-Commerce Park auf der CeBIT am dritten Tag, der jetzt zu Ende geht. Also das Bergfest ist zu Ende und heute bei uns zu Gast ist der Helmut Dietz, Vertriebsleiter von der Soft Engine GmbH. Herr Dietz, wie war die CeBIT für Sie? Wie sind Ihre ersten Eindrücke? Also bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Wir haben zwar das Gefühl, dass ein klein wenig weniger Publikum hier ist, aber wir haben extrem hohe Qualität in den Gesprächen und haben unser Ziel bis jetzt erreicht und konnten also jetzt zum dritten Tag abschließen mit dem Resümee Spitze. Die Soft Engine GmbH hat sich ja in den letzten 5 Jahren gewandelt, von einem reinen ERP-Hersteller zu einem E-Commerce-Spezialisten, zu einem Anbieter von ERP-Lösungen für E-Commerce-Anbieter. Herr Dietz, hat sich das gelohnt? Also ich glaube, es lohnt sich immer, wenn man aktuell bleibt und E-Commerce ist einfach nicht mehr wegzudenken. Wir haben viele Kunden aus der Produktion, aus der Finanzbuchhaltung, aber jeder möchte ins Internet, viele nicht jetzt, viele erst in einiger Zeit, aber es ist richtig, sich jetzt auf den neuen Markt auszurichten und das ist ein großer Erfolg für uns. Aber es ist doch so, dass viele E-Shop-Anbieter, E-Commerce-Spezialisten schon mit Büroware, mit ihrer Software arbeiten, mit Webware vor allem, ja. Sie haben also quasi ein Ökosystem geschaffen, wie sie praktisch da die Shop-Systeme mit ERP-Software anbinden können. Kann man sagen, dass sie da Marktführer sind? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass wir eine sehr gute Stellung haben, weil wir sehr, sehr früh angefangen haben mit den Marktführern, mit Oxid, mit Shopware, mit XT Commerce, mit Electronic Sales und mit all den anderen, sage ich mal, sehr gut die Kunden abzudecken, anzubinden, gute Geschäfte zu machen, den Leuten weiterzuhelfen mit ihrem eigenen Geschäft. Also nochmal zurück, Marktführer weiß ich nicht, aber wir haben sehr viele Installationen. Ich glaube auch sehr gute Installationen und gute Projekte draußen. Dann hat ja auch seit gestern und seit vorgestern das E-Commerce Forum stattgefunden, das Kongressprogramm, das den E-Commerce Park begleitet. Da haben Sie gestern an der Diskussionsrunde teilgenommen, die war ja sehr lebhaft. Wie war so Ihr Eindruck? Mein Eindruck war, dass meine Mitstreiter sehr engagierte Leute sind und es war ein tolles Publikum und ich fand das Thema sehr spannend, nämlich wie kann sich E-Commerce weiterentwickeln und dass die lokalen Märkte, die Regionen eine sehr große Rolle spielen. Darum ging es in der Hauptsache und das fand ich ja, sehr anspruchsvoll und sehr motivierend und auch sehr visionär. Herr Dietz, was ist jetzt Ihr Fazit von dieser CeBIT nach den ersten 3 Tagen? Also erstmal, dass ich in viel mehr zufriedene Gesichter schaue, wie in, sage ich mal, mies daherblickenden Gesichtern. Und wir sind sehr zufrieden mit dem Stand, mit dem Forum, mit der Stimmung auf der Messe. Es kommt dazu, dass wir ein unglaublich gutes Wetter haben. Ja, auch das ist natürlich eine tolle Sache. Und ich freue mich jetzt eigentlich auf die nächsten 2 Tage, dass wir dann also ganz rund die Messe zu Ende bringen können. Wenn es so weitergeht wie bisher, dann weiß ich, dann haben wir den Erfolg im Koffer. Dankeschön für das Gespräch, Herr Dietz. Auf Wiedersehen.